Liebe. Wenn wir die nicht hätten, dann würde uns doch echt was fehlen im Leben. Und vor allem den Dichtern würde was fehlen, nämlich sicherlich eins ihrer wichtigsten Themen. Liebe ist wohl der Rohstoff für die Literatur, vor allem was Gedichte angeht. So soll der Purpur deiner Lippen itzt meiner Freiheit bahre sein? Soll an den korallinen Klippen mein Mast nur darum laufen ein, dass er anstatt dem süßen Lande auf deinem schönen Munde strande? Erstens, da ist offenbar jemand ziemlich verliebt. Zweitens, das scheint nicht ganz ohne Komplikationen abzulaufen. Drittens, so redet heute niemand mehr. Und viertens, was lernen wir daraus? Wir lernen, dass man offenbar früher mal so gesprochen und gedichtet hat. In diesem Fall war es Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. Schicke Frisur übrigens. Er hat von 1616 bis 1679 gelebt und gilt als einer der wichtigsten Lyriker der Epoche des Barock. Aber nicht nur im Barock hat man sich verliebt und darüber gedichtet, auch in der Epoche der Aufklärung, die danach kam. Und dann geht's weiter mit Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Klassik, Romantik und so weiter. Alles Epochen in der Geschichte der deutschen Literatur. Aber was bedeutet dieser Begriff Epoche eigentlich? Epoche stammt aus dem Griechischen und ist wörtlich mit Haltepunkt zu übersetzen. Ursprünglich war damit also der Zeitpunkt eines bedeutsamen, sozusagen epochemachenden Ereignisses gemeint. Später hat sich die Bedeutung allerdings gewandelt und heute gilt Epoche nicht mehr als der Zeitpunkt, sondern als der Zeitraum, der auf eine bestimmte Weise geprägt ist und sich dadurch von anderen Zeiträumen, also anderen Epochen, unterscheidet. Und wie viele Epochen in der deutschen Literatur gibt es überhaupt? Das kommt ganz drauf an, wen man fragt, weil die Wissenschaftler sind sich da nicht so ganz einig. Aber wir können auf jeden Fall von rund 20 Epochen ausgehen. Manche dauern recht lange, wie zum Beispiel der Barock, der hat über 100 Jahre gedauert. Andere sind eher kurz, wie der Expressionismus. Gerade mal 10 Jahre hat es den gegeben. Und wieder andere Epochen finden nicht nacheinander, sondern zeitgleich statt, wie Klassik und Romantik. Damit sind wir bei der eigentlich wichtigeren Frage, nämlich der Frage, wie sich die Epochen voneinander unterscheiden. Angefangen haben wir ja mit einem Liebesgedicht, bleiben wir da doch gleich mal dabei. Also, wie wird Liebe in den verschiedenen Epochen dichterisch dargestellt? Schauen wir uns das doch mal im Biedermeier an, also der Zeit von 1815 bis 1848, mit einem Liebesgedicht von Nikolaus Lenau. Stumme Liebe. Ließe doch ein hold Geschick mich in deinen Zauber nähen, mich in deinem Wonneblick still verglühen und vergehen. Wie das fromme Lampenlicht sterbend glüht in stummer Wonne vor dem schönen Angesicht dieser himmlischen Madonne. Klingt das schon ganz schön altbacken, konservativ und bieder, würde ich sagen. Biedermeierzeit eben. Ganz anders hört sich das Thema Liebe schon um 1910 an, im Expressionismus. Expressionistische Dichter nutzen die Sprache ganz anders. Sie ist von Ekstase und Pathos gekennzeichnet und grammatikalische Regeln werden oft durchbrochen. So zumindest bei August Stramm. Schrecken, sträuben, wehren, ringen, ächzen, schluchzen, stürzen, du, grillen, gären. Winden, klammern, hitzen, schwächen, ich und du. Lösen, gleiten, stöhnen, wellen, schwinden, finden, ich, dich, du. Das war deutlich, würde ich sagen. Ganz anders geht es in der Epoche der neuen Sachlichkeit zu, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da wird alles ziemlich illusionslos und nüchtern betrachtet. Und beim Thema Liebe wird da auch keine Ausnahme gemacht. Ein berühmtes Beispiel von Erich Kästner. Sachliche Romanze. Als sie einander 8 Jahre kannten, und man kann sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock. Oder Hut. Und heute? In welcher Epoche lieben und leben wir eigentlich? Im Moment wird die Literatur der Gegenwart der Moderne oder Postmoderne zugerechnet. Aber ob das so bleibt? Keine Ahnung. Viele Epochenbezeichnungen werden ja erst im Nachhinein von der Literaturwissenschaft festgelegt und definiert. Klar, da hat man halt einen besseren Überblick.
Es ist also nicht auszuschließen, dass die Geschichtsschreiber, sagen wir mal in 50 Jahren, einen ganz anderen Begriff für unsere Zeit verwenden als wir heute. Aber ich sag mal, damit können sich ja dann die Abiturienten in 50 Jahren rumschlagen.